Hallo liebe Aufrufer, wann immer Sie diese Videoaufnahmen hier anschauen, es ist aufgenommen Sonntagnachmittag am 26. Mai in Köln bei ganz schlechtem winterartigem Wetter und ich habe hier etwas zu sagen zur Demoskopie, Umfragen, Meinungsumfragen, deutsche Fragen, deutsche Antworten. Allmonatlich wird vom Forschungsinstitut der Altnazi Nölle Neumann, die inzwischen ja schon im Himmel ist, hier Allensbach-Institut am Bodensee einen Umfragebericht gemacht, der in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wie gesagt, jeden Monat einmal hier so groß, dann zu einem Thema. Hier war jetzt das Thema wenig Toleranz gegen Extremisten. Rechtsextremismus gilt den meisten als große Gefahr. Mit solchen Menschen möchte man auch nicht zusammenleben. Aber radikale Denkstrukturen sind auch verbreitet. Ja, und dann geht es hier alles Mögliche. Kurz gesagt, Allensbach macht keine Meinungsforschung, sondern wir machen Umfragen, Tricks durch Fragestellung, Ergebnisse zu erzielen, die Sie wünschen, beziehungsweise der Auftraggeber Frankfurter Allgemeine Zeitung sich gut vorstellen kann in ihrer Themenkomposition. Das ist nicht Wissenschaft. Und jetzt habe ich hier einen Leserbrief mal ausgeschnitten, auch Frankfurter Allgemeine Zeitung, der ist vom 4. August 2001, also noch vor 9/11, hat damit gar nichts zu tun. Hier in meiner Lichtgeschwindigkeit heute am 26. Mai 2013, da heißt es, Allensbacher Fragetechnik überschrieben, der Brief an die Herausgeber der FAZ von einem Dr. Weinholz aus Berlin geschrieben, kurz zum Beitrag, der Wolf im Schafspelz von Professor Dr. Elisabeth Nölle-Neumann, FAZ von 25. Juli 2001. Zitat, glauben Sie, die Demokratie, die wir in der Bundesrepublik haben, ist die beste Staatsform oder gibt es eine andere Staatsform, die besser ist? Lautete die Frage. Glauben Sie, die Demokratie, die wir in der Bundesrepublik haben, ist die beste Staatsform oder gibt es eine andere Staatsform, die besser ist, die das Allensbacher Institut stellte? Im folgenden Text wird dann aber das Verhältnis zur Demokratie, wie wir sie in der Bundesrepublik haben, als Verhältnis zur Demokratie überhaupt gedeutet, sodass alle, die mit dieser Form der Demokratie unzufrieden sind, als Gegner der Demokratie schlechthin erscheinen. Das halte ich für ein Täuschungsmanöver. Allerdings ist es ein recht durchsichtiges. Es erinnert mich an die offizielle Argumentation zu DDR-Zeiten, wo alle, die sich kritisch zu den gegebenen Verhältnissen äußerten, als Gegner des Sozialismus abgestempelt wurden. Herr Dr. Weinholz aus Berlin, ich pflichte Ihnen vollkommen zu, genau so funktioniert das. Bitte in Ruhe ein zweites Mal anhören. Danke für den Aufruf.